Hallo Bayern München Fans, herzlich willkommen auf unserem Kanal. Bevor wir anfangen, möchten wir Sie bitten, den Kanal zu abonnieren, das Video zu liken und auch die Bedeutung des Anschauens bis zum Ende zu betonen. Wir haben exklusive und detaillierte Informationen über die Situation von Joshua Kimmich, die Sie alle sicherlich interessieren werden. Laut der Zeitung Bild wird über die Zukunft von Kimmich beim FC Bayern München ausgiebig diskutiert. Der Spieler hat derzeit einen Vertrag mit dem Verein bis Juni 2025. Die Vereinsführung ist jedoch gespalten, ob sie dem Spieler einen neuen Vertrag anbieten oder ihn diesen Sommer verkaufen soll. Die Sorge des Vereins besteht darin, zu verhindern, dass Kimmich in der nächsten Saison umsonst geht. Andererseits verhandelt der Spieler persönlich, ohne die Hilfe seiner Agenten, und strebt eine Gehaltserhöhung an. Es ist wichtig zu betonen, dass der FC Bayern München Joshua Kimmich sehr schätzt. Er wird als einer der Eckpfeiler des Teams angesehen und sein Weggang würde einen bedeutenden Verlust für den Verein bedeuten. Kimmich ist bekannt für seine Vielseitigkeit auf dem Spielfeld und kann sowohl auf der rechten Seite als auch im Mittelfeld spielen. Darüber hinaus werden seine Führungsqualitäten und sein Engagement von allen bewundert. Es ist jedoch verständlich, dass Kimmich eine Gehaltserhöhung anstrebt. Angesichts seiner außergewöhnlichen Leistungen und des Interesses anderer Vereine. Der FC Bayern München muss ein Gleichgewicht finden zwischen der Erfüllung der Forderungen des Spielers und der finanziellen Stabilität des Vereins. Verhandlungen wie diese sind im Fußball üblich und erfordern Geduld und Dialog, um zu einer zufriedenstellenden Einigung für beide Seiten zu gelangen. Wir werden weiterhin Updates zu diesem Thema liefern. Also bleiben Sie auf unserem Kanal dran. Vergessen Sie nicht, sich zu abonnieren, das Video zu liken und bis zum Ende anzuschauen, um keine wichtigen Informationen zu verpassen. Vielen Dank fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal.